Willkommen zu Balsam für meine Seele, eine Ermutigung für den heutigen Tag. Wenn ich zu oft über Dinge nachdenke, bei denen ich nicht viel machen kann, dann ist das auch eine Art von Verdrängen und Aufschieben. Und das gilt auch, wenn ich mir Sorgen mache und mich ärgere. Aber auch wenn ich Luftschlösser baue und mir meine schönste Welt erträume. Es gibt nun mal Dinge, die haben sie in der Hand, und es gibt Dinge, die sind außerhalb ihres Einflussbereiches. Und diese Unterscheidung ist ungemein wichtig für das eigene Glück. Denn wenn ich mich zu viel mit den Dingen jenseits meines Einflussbereiches beschäftige, Wetter oder ich weiß nicht was, Politik, dann fehlt mir die Zeit und die Energie, mich um die Dinge zu kümmern, die mich tatsächlich glücklicher und zufriedener machen können. Wie kann ich das ändern? Zum einen, indem ich immer wieder mir ganz bewusst mache, vieles liegt in Gottes Hand. Ganz bewusst. Was nicht bedeutet, dass ich nicht selbst etwas machen kann, aber ein wenig Demut. Und das Zweite, überlegen Sie sich etwas, was Sie heute tun können. Etwas, das gut für Ihr Glück, Ihr Seelenheil, Ihre Kraft, Ihr Wohlgefühl ist. Dann erledigen Sie diese Sache. Meine Erfahrung ist, wenn Sie dies wieder und wieder tun und sich immer weniger mit den Dingen beschäftigen, bei denen Sie sowieso nichts ausrichten können, dann, Sie wissen schon, was dann passiert. Mehr Glück im Leben. Das Prinzip ist erstaunlich einfach. Der Trick ist, es nicht aus den Augen zu verlieren, sich immer wieder bewusst zu machen, was kann ich tun und das tun und das andere ganz getrost Gott zu überlassen. Hierfür wünsche ich Ihnen von Herzen Gottes Segen. Bleiben Sie gesund.